Okay, dann wollen wir mal weiter. Wir haben im letzten Part ja diesen komischen... Gehst du wohl wieder zurück? Wir haben ja diesen Patch bekommen, diesen Flicken, dieses Pflaster. Und damit gehen wir jetzt zu Good Old Funky. Ein Flicken abgefangen, genau den suche ich. Ja, und du? Also, Kongs, in ein paar Sekunden hast du das abgedrehteste Gefährt, das die Welt je gesehen hat. Jetzt haben wir nämlich ein Hovercraft. Also ein Luftkissenboot. Ja, mach's gut. Wisst ihr noch, in Battlefield 2042, falls das hier tatsächlich jemand spielt, so die Anfangszeit, wo diese Dinger da total overpowered waren und man damit sogar Gebäude hochfahren konnte, hätte man es auch Bugfield nennen können. Übrigens, diese Steine hier haben was mit der verlorenen Welt zu tun. Zeige ich euch später. So, gehen wir jetzt hier erst auf die Insel oder... Ja, wir gehen auf die Insel, einfach nur, weil ich es kann. Mekanos. Oh, mein XLR-Kabel ist mir hier gerade im Weg. Alter, aber wie habe ich das denn geschafft? Ja, Professionalität, wie es man von Onkel Mori gewohnt ist, wie man es... Ja, jetzt verhaue ich selbst das. So. Gott, ich habe hier einen extra Kabelkanal. Wie kam das da raus? Feuerballknall, so. Endlich geht's los. Action. Ach ja, ich habe tatsächlich vergessen, dass es hier noch ein zweites Musikstück gibt, was ich ganz nett finde. Und das ist das hier, der Fabrik hier gerade. Ich finde ja diesen Effekt ganz nett, wie sie aus dem Hintergrund diese Feuerbälle schießen. Wow, das hört sich an, also entweder... Oh, ja... Da habe ich zu früh mit dem Rollen angefangen. Nee, diesen Effekt finde ich irgendwie... dieses... Das hört sich dann an wie... Entweder ist da gerade einer... Lässt sein Motorrad aufheulen. Oder aber... Sowas wie... Ja, weiß nicht. Eine wütende... Katze? Nee, nicht ganz. Ach Gott. Jetzt unterhalten wir uns hier schon ernsthaft darüber, was soll dieses Geräusch darstellen. Genau, das wäre doch mal ein lustiges Ratespiel. Synthesizer oder Furz? Oh Gott. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Das ist wieder der alte... Alter. Leute, solchen Schwachfug habe ich früher nur erzählt in meinen Let's Play-Videos. So viel früher jetzt, ne? Wo das alles noch, ja, wo es noch neu war irgendwie. Da haben wir alle irgendwie nur das geredet, was uns durch den Kopf ging. Und wir hatten Spaß dabei. Oh ja, hier gab es irgendwo, Moment mal. Ich war irgendwie der Meinung, dass Squawks der einzige, ja, gut Leute. Da habe ich mich mal wieder geirrt. Also Squitter ist auch wieder dabei. Oder war es nur Rambi, der ersetzt wurde? Ach, ist es auch egal. Ist hier keine Quizshow. Okay, Funky, nee, Swanky war es. Swanky war es. Der hätte jetzt gesagt, doch. Das war ja wohl zu einfach. Affenpower macht uns schlauer. Ich habe mir jetzt übrigens mal dieses Fangame, dieses Donkey Kong Country, The Trilogy, verdammte Axt, runtergeladen. Nein, das heißt nicht The Trilogy, verdammte Axt. Glaubt das bloß nicht. Und ja, also ich habe noch nicht reingeguckt, aber werd's die Tage mal machen. Mal so für mich selber ein bisschen chillig mal wieder. Oh, Bazookas Baracke.
Ja, der sieht auch so aus. Stillgestanden, Kitty. Leutnant Bazooka, nimmt die Parade ab. Wegtreten. Ich habe im Krämkrieg meinen Mann gestanden, die dicke Dora und ich. Wir waren, ja, wir haben das Tausch-Item noch nicht, oder? Nee, wir haben das Tausch-Item noch nicht. Wir müssen ihm erst Munition bringen, dann feuert er uns wohin. Knallrohr-Terror. Okay, ich habe doch noch ein drittes Musikstück gefunden, das mir gefällt. Was? Ich habe so viel aus dem Soundtrack vergessen, Leute. Ich weiß auch nicht. Aber da sieht man auch mal daran, dass ja DKC3 nicht ganz so den erinnerungswürdigen Soundtrack hat wie die anderen Teile. Aber das hier, das passt zu 100%, so wie die Faust aufs Auge, Leute. Das hört sich wirklich an wie hier schnell. Es muss schnell gehen. Sehr gut die Stimmung von diesem Level eingefangen. Nein! Toll. Jetzt habe ich Dixie damit zum Weinen gebracht, dass ich so schlecht spiele. Es tut mir leid, Kleine. Naja, vielleicht verzeiht sie mir ja. Ah, wie wird das? Willst du mich verarschen? Manchmal kann man die Viecher wegklatschen und manchmal nicht. Oder bin ich zu früh draufgesprungen? Weiß ja nicht mehr, was hier. Scheiße, jetzt habe ich das DK fast übersehen. Vielleicht habe ich mit den Hitboxen irgendwie Mist gebaut. Ja, die Stelle geschafft. Oh, Alter. Du sollst springen, du Otto! Ja, so fühle ich mich auch gerade. Absolutes Verständnis, Kitty. Ja, jetzt sitzt Kitty mal vorne. Ich glaube, da man hier nicht sicher sein kann, wie man die trifft und das manchmal irgendwie als Schaden zählt, werde ich vielleicht zur Sicherheit tatsächlich mal versuchen, die zu vermeiden. Verdammt! Du Ziegenbock! Ich wollte noch schnell irgendwie sehen, dass ich auf diese, was war das eigentlich, diesen Behälter da komme und dann oben wieder an die Schiene. Aber nein! Absolutes Qualitäts-Gameplay wieder, ne? Aber so ist man es hier gewohnt. Ich versuche jetzt mal, mich ein bisschen zu konzentrieren. Ja, diesmal habe ich's. Haben wir denn da gesehen? Verdammt! Wie kriegen wir das Fass darüber? Das würde ich jetzt schon gerne. Ich muss es mit Schmackes werfen, oder? Hier so. Nee, ich schaff's nicht, es über ihn zu werfen. Er kann es weiterwerfen. Er hat doch mehr Kraft. Meine Güte, wieder viel zu viel Zeit bei diesem Level verloren. Nein, du kannst mich mit deiner Show. Aber jetzt weiß ich wieder, wo uns der Kollege hinschießen kann. Da oben gibt es einen Bananenvogel. Diese schwebende Insel da. Oh nein. Nicht dieser Level. Also hier greife ich mal zur Sicherheit zu Dixie.
Das ist, glaube ich, einer meiner vielen Hasslevel. Könnt ihr nicht unten bleiben? Vor allem, wer bedient diese Säge? Wie groß muss derjenige sein, der diese Säge führt? Jetzt mal ehrlich. Bunyan, bist du es? Scheißegal. Und ich dachte, ich hätte wirklich da lang gemusst. Dabei ist es doch nur, in Anführungsstrichen, ein Bonusfass, auf die ich es ja nicht abgesehen habe. Oh oh. Alter, was war denn mit mir los? Schön präzise gesprungen? Ja, ab und zu habe ich auch mal meine Momente, hm? Die werden zwar irgendwie gefühlt immer seltener, ich werde immer schlechter, aber hey, was war das denn gerade? Da war zum Beispiel wieder ein Blackout. Nun, einer der Gründe, warum ich manchmal so beschissen spiele, ist, bevor ich mich irgendwie ein Projekt vornehme, da sollte ich es vielleicht auch vorher mal wieder anspielen, um mit dem Spiel warm zu werden, wenn ich es irgendwie jahrelang nicht gespielt habe, wisst ihr? Ja, Alter. Das war aber sehr gnädig, die Wartezeit. Nee, das kennt ihr sicher auch. Wenn ihr ein Spiel ewig nicht mehr gespielt habt, da kann es sein, dass ihr da so ein bisschen raus seid. Ich glaube, ich werde das zukünftig auch so machen. Erstmal wieder ein Game anspielen, bevor ich irgendwas YouTube-mäßiges damit mache. Nein! Diesmal wage ich es nicht durch den... Ich nenne die Viecher immer noch Singer, ja. Ist halt die Gewohnheit, durchzugehen und so. Immer dieses und so. Ich höre mich schon an wie Markus aus Final Fantasy 9. Ja, und jetzt bin ich wieder hochgesprungen und so. Die Bananenstaude da habe ich für die Ratten übrig gelassen, die jetzt zwar auch zersägt wurden, aber so habe ich wenigstens eine Ausrede. Ja, wir könnten wieder speichern, wenn wir wollten. Furioses Flintenfeuer. Wir kommen ja zeitlich doch ganz gut durch diese Welt, oder? Oh Gott. Der erinnert mich zum Beispiel auch an diesen... Der war in Donkey Kong Country 1. Das war das ein Orang-Utan? Keine Ahnung. Der hat dann auch Fässer geschmissen. Oder in Donkey Kong Country 2, der Kremling, der Dicke mit der Kanone. Hm. Die machen quasi das Gleiche, wenn wir mal ehrlich sind. Auch wieder nur ein Reskin. Na, das ist wirklich perfekt abgestimmt. TNT. Schon wieder Spinnendiskriminierung. Ich habe sie ja eh nicht mitgebracht. Also chillt mal euer Life, Leute. Hm? Ach so. Squitter, sehen wir uns auch mal wieder. Hier ist gar nichts mehr. Was mache ich denn? Ja, jetzt müssen wir erst mal warten. Ich dachte halt, die lösen sich dann... Ja, nee. Lass mich... Das war wieder so eine geistig umnachtete Aktion. Hm? Was war das nochmal? Jetzt? Hä? Achso, TNT und so sind die anderen Fässer. Achso. Ich verstehe.
Aber ich nehme mal den einfachen Weg. Spinnendiskriminierung? Oh Gott. Jetzt muss ich aber... Ich habe immer mehr Angst vor diesen Aktionen, vor diesen Situationen, als ich haben müsste. Es sieht in manchen Momenten anspruchsvoller aus, als es ist. Ja. Super. Schöner, schneller Rhythmus, den er da hat. Nein! Dieser kleine Ziegenbock, Alter. Oh. Okay, wir sind nicht mehr weit vom Ziel weg. Und auch nicht vom nächsten Tod. Da war ich mir mit dem Timing gerade gar nicht sicher. Ja, ich hol dich ja schon raus. Und wieder der altbekannte Weg. Immerhin kriegen wir dadurch mehr Bärenmünzen, ne? Ab nach oben. Oder auch nicht. Überlegt mal, wir sind fast schneller als ein TNT-Fass, ne? So schnell, wie wir die mal einholen. Wir sind schneller als die Dinger, wenn die geschossen werden. Und das schafft Kitty trotz seines Gewichts, ne? Sportlich ist er also. So. Nee, also da braucht man wohl echt zwei Kongs, um da rüber zu kommen. Leute, so kurz vor dem Ziel. Ja, ne? Wir kennen es alle. Schlimmer als kurz vor dem Midway Point zu sterben, ist nur kurz vorm Ziel zu sterben. Blaues Labyrinth, ja, mach ich. Ne, die letzten Parts waren schon ein bisschen länger. Da kommt jetzt noch ein Level und der Boss. Das könnte sich eventuell ein bisschen hinziehen. Da mache ich jetzt schon mal den Cut.